Und damit, Köln, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau. Hier, schaut euch diese Oberwelt an. Hier im Molten Airship sieht es nicht so aus, als hätten wir da den größten Spaß. Aber wir schauen trotzdem mal direkt rein. Ich sehe Wellen und ich muss ganz ehrlich sagen, gefallen? Oh nee, tut mir das überhaupt nicht. Okay, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Geh weg, geh weg. Okay, wir haben einen Rocky. Vorsicht, Vorsicht. Nein, nein. Ah, das war knapp. Down. Down. Gibt's hier ein Item? Let's go. Eine Feuerblume für uns. Ihr wisst doch, das geht doch nicht. Das ist doch voll schwer hier. Oh, spin ein bisschen. Und da kommt unten was hoch. Mal gucken, wie viel Zeit wir... Oh, wir haben genug Zeit. Muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Ich hoffe nach oben. Schmeckt es nach Starcoin? Nö. Aber die Röhre hier ist, die ist sehr sass. Aber da geht's nicht rein. Die Kisten da unten mache ich lieber mal nicht kaputt. Das sieht nicht so aus, als wäre das die schlauste. So, Checkpoint und durch hier. Nein. Ah, oh mein Gott, das war wieder zu knapp. Das war wieder zu knapp. Ui, ui, ui. Bin kein Fan von Schraubenschlüsseln. Vor allen Dingen nicht, wenn sie mir hinterhergeworfen werden. Nein, das war so unfassbar knapp. Oh, wie soll ich da hochkommen? Ey, das ist ja... Oh, 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 was ist das denn hier? Die Starcoin in unsere Tasche. Das ist die 2. Ich will nicht wissen, wo die erste ist. Wir haben's, guys. Wir haben's. Okay. Ui, 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 ui. Es war entspannt. Der hier schießt, glaube ich, Bob-Oms. Ganz genau. Hier kann ich nicht viel beeinflussen. Was sind das für schwebende Dinger? Das sieht für mich nach Texturfehler aus. Let's go. Aber hier wieder schön den Pilz mitgenommen. Ja, ja, das da oben sah schon sass aus wegen der Ecke hier. Ein One-Up haben wir nötig. Das ist traurig. Let's go. Hier ist auch schon direkt das Ziel. Wunder. Bah, dann schauen wir doch direkt mal ins nächste Level. Bowser's Castle. Guys, glaube, das hier schmeckt nach Finale. Ist das heute schon die letzte Folge? Das wäre krass. Dabei habe ich heute noch gar nicht erwähnt, wie innovativ das Ganze ist. Und Guys, bei innovativ sollte es bei euch klingeln. Denn bis zum Ende dieses wunderbaren Let's Plays gibt es unten in der Videobeschreibung innovativ Merchandise verlinkt. Ein schwarzes und ein weißes T-Shirt. Wenn ihr da was haben wollt, einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Gerne bestellen. Gibt es nämlich nur noch bis zum Ende dieses Projekts. Wenn wir den Endboss hier besiegt haben, gibt es das nie wieder. Und jetzt kommen wir zum letzten Bowser Castle. Oder überhaupt zum Bowser Castle. Alles klar. Alles klar. Was passiert hier denn schon wieder? Uff, uff, uff. Oh, da ist die Starcoin. Die haben ein super Timing. Alles klar. Es ist das Bowser Castle. Es darf auch mal ein bisschen krass werden, oder nicht? Sind wir uns da nicht alle einig? Das Bowser Castle, das muss nochmal ordentlich reinhauen. Was ist diese riesen Rotationsstange? Checkpoint und wieder ein Hammer, Bruder. Wurf, Hammer, Hammer. Hashtag Hammer, Bruder. Wurf, Hammer, Hammer in die Kommentare. Und da wurde ich getroffen. Und das war viel zu knapp. Alter, die springen viel zu schnell. Sorry an der Stelle, aber deren Timing ist ja unfassbar nervig. Oh, stimmt. Ich kann die abwerfen mit dem Hammer, Bruder. Wurf, Hammer, Hammer. Starcoin! Weiter! Hier, was? Eine Feuerblume. Will ich die? Nehmen wir sie mit. Warum nicht? Okay, dann ab zum Boss und rein da. Okay. Okay. Ich sehe Dinge und drücken. Also wer auch nur 2 Sekunden dachte, dass es schon vorbei wäre. Ich dachte, jetzt kommt ein Kampf. Ne, jetzt geht das Level weiter. Oh, aber es sieht richtig... Was? Ich dachte, das sei jetzt das Finale. Nein? Die Welt geht noch weiter? Scheinbar schon, denn die Underground Railroad sagt uns... Es geht weiter. Es ist wieder ein drivender Zug. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist das Scrolling. Oh, hier unten könnte sich eine Starcoin befinden. Ich hoffe nicht, denn ich habe da jetzt nicht gut genug nachgeschaut. Aber hier oben ist eine Starcoin. Die haben wir, die haben wir. Wir sind perfekt ausgerüstet hier. Gar nichts. Ja, stupid. Stupid von mir. Gar nicht gut. Item, bitte. Checkpoint. Ich habe nur noch 100 Sekunden. Okay. Nein, da wurde ich zerquetscht, weil ich zu langsam war. Ach, Mann. Okay. Für die Starcoin hatte ich tatsächlich keine Zeit. Das war sowieso schon mega knapp und kritisch. Keine Ahnung, wie ich an die überhaupt kommen soll. Das Scrolling ist so unangenehm fast. Okay, durch die Tür. Ziel, bitte.
Oh nee, das sieht so aus, als würde es weitergehen. Nee, wir sind jetzt im Zug. Oh, es ist was passiert. Lol, hier ist das Ziel. Das war mal wieder so ein innovatives Level. Ich finde, es ist wieder zu krass. Zu krass. Volcano Rapids. Ich feiere das gar nicht. Das hier ist wunderschön. Das ist ein Floß, das fährt. Und das da oben, das ist die Starkönner, an die ich nicht drankomme. Okay, hier oben kann man ein bisschen vorlaufen. Ah, weil das Brett runtergeht unter Lava. Ah, er fährt hoch und jetzt kann er uns nicht mehr reachen. Okay, ist, glaube ich, eher ein in Anführungszeichen entspannteres Level. Okay, Feuerblume nehme ich gerne mit. Weiter geht die wilde Fahrt. Es heißt nicht wild, es heißt wild. Was ist das hier? Oh, das sind so Laser und wenn wir die berühren, passiert was. Wie zum Beispiel jetzt kam die Kugel runter. Es ist so innovativ. Interessiert mich das eigentlich? Die Pflanze kann ich einfach... Ja, hä? Wir müssen warten, glaube ich, so. Ja, dass er nicht in die Lava fällt. Dafür gibt es natürlich die leckere Starcoin. Das dachte ich mir schon. Oh, dass jetzt hier so ein Block runterkommt, finde ich auch eher unangenehm. Oh, lol. Finde ich jetzt auch eher unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber tatsächlich Angst, dass das Ding in die Lava fährt, während ich hier oben auf dem Block stehe. Und ich vielleicht den zweiten Block da auch hätte gebraucht. Okay, wir gehen oben lang. Oben ist immer besser. Hier schon das Ziel. Die Level sind scheinbar wieder etwas kürzer, aber auch ein bisschen kniffliger geworden. Schauen wir direkt ins nächste Level. Magma Works Factory 8, 7. Wunderbar. Die Musik ballert. Die Musik, die hypt. Aber er nicht. Jawollo. Stirbt. Dich habe ich mit meinem Feuerball getroffen. Wenn ich da unten mitfahre, wäre da unten die Starcoin. Ja, das dachte ich mir schon direkt, als ich es gesehen habe. Aber nein, danke. Ich gehe kein Risiko ein. Ich will nicht nochmal so komplett sterben wie die letzten Folgen. Wir reden nicht über die letzte Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt, schaut sie euch nicht an. Sie ist auch nicht jetzt oben auf dem i verlinkt. Wir gehen erstmal hier rüber. Ah, wir müssen runter. Okay. Und dann wird es jetzt aber echt schön mit diesem Hothead. Wo kommt der? Da. Ja, natürlich. Klar. Einfach ganz am Rand stehen, da passiert einem nichts. Wie kommt man nach da oben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir werden es herausfinden. Entdecker K-Storm spottet hier den Checkpoint. Die Feuerblume nehme ich ganz gerne mit. Oh, jetzt wird es ganz, ganz entspannt. Ich habe Angst, dass eines dieser Dinger einfach mal durch den Boden durchkommt. Lost, lost, lost. Lol. Ach komm, ich dachte, das wäre jetzt noch eine Feuerblume, weil wir noch groß waren zu dem Zeitpunkt, wo wir gegeben haben. Nee, jetzt kommen wieder die Superpflanzen, die dreimal schießen können. Das ist unfassbar. Die Starcoin da unten hole ich auch nicht. Guys, das ist mir alles zu kritisch. Jetzt wird's... Also jetzt... Uiuiui. Das ist schon die Definition von unangenehm. Bitte Feuerblume, irgendwas. Oh. Aber ich stelle mich, glaube ich, auf jeden Fall besser an als in der letzten Folge. Das müssen wir auf jeden Fall sagen und festhalten. Also das soll nicht heißen, dass ich mich gut anstelle, aber besser. Bitte helft mir. Ist hier oben noch was? Nee, scheinbar nicht. Dann ab durch die Röhre. Genauso wie durch die Hecke. Lost, was mache ich hier eigentlich? Ja, ins Ziel. Ganz, ganz dringend ins Ziel. Also der Pendulum Tower gibt mir irgendwie total die Game of Thrones Vibes. Ich weiß aber nicht warum. Mit steigender Lava natürlich, das hatten wir ja noch nicht. Ah, da kommt sie schon. Lauf, 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 lauf. Lauf. Da ist die Starcoin. Warum nicht mal mitnehmen, wenn man gerade die Zeit dazu hat, natürlich. Oh, Carmack, beruhig dich. Das war unfassbar knapp. Ich finde gar nicht gut, dass hier Carmack die ganze Zeit mit seinen Magiesprüchen auf mich magiert. 911, what is your emergency? I hear shots. Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Hey, die ganzen Ketten hier. Löll. Okay, okay, nächste Etage. Erstmal wieder ein Carmack-Spell in mein Gesicht. Wichtig. Und ab in die Röhre, wollte ich sagen. Dankeschön dafür. Okay. Dann jetzt. Oh, nee, die steigt weiter. Okay, da wird hier der Speedrunner. Der Speedrunner. Zack. Hoch. Ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Ach, come on. Ja.
Weil ich das auch sehen kann, wenn... Ach, wenn ich von unten komme, dann sieht man das gar nicht. Was ist das denn? So, hier wird jetzt schön gewartet, bevor man hier durchrennt. Da, wo Coins sind, bin ich safe, oder ja? Ich kann sogar noch ein Stück hoch. Und was mache ich? Verliere den kompletten Progress. Cool. Nein, ich bin so dumm, Mann. Warum kann ich nicht einfach warten? Ach ja, stimmt, da kommt ja Lava von unten. Lol. Okay, wir haben's. Wir sind jetzt beim Castle und ich bin klein. Das ist nicht gut. Oh, nee, was ist das denn? Die Blöcke wurden auf jeden Fall verzaubert. Oh, die bewegen sich. Ist der ganz normale Kame-Kampf? Das wäre schön. Dritter Treffer. Und ich wäre fast noch runtergefallen gerade. Das war... Ui, ein Glück, dass ich noch nach rechts gelenkt habe. Let's go. Dragon Ride Fire Sea klingt noch schlimmer als alles, was ich bisher gehört habe. Aber die Musik, die erheitert mich. Und hier ist auch direkt eine Röhre, wo wir erstmal reingehen können. Ist das mit Why are there so many red rings? Cool. So sind wir jetzt auch hier drüben. Muss ich da hoch? Natürlich muss ich das. Ja, ja. Okay, okay. Alles klar. Warum sollte ich diese Red Rings aktivieren? Ich weiß nicht mal, ob die was bringen. Alles klar. Newer Team, beruhigt euch. Ey, was passiert? Oh, Röhre, bitte, bitte. Mit 30 Red Rings bekommt ihr hier die letzte Starcoin. An der Stelle bin ich aber raus. Eruption Crater. Welt 8-8, ganz genau so sieht's aus. Wir sollen nach oben, sagen uns diese Pfeile. Oh mein Gott. Das ist wieder so ein Level, was einfach nur episch ist. Auf allen Ebenen. Okay, komm. Aber wir hurryen. Ich weiß nicht, ob das so ein Rechts-Raus-Links-Rein-Level ist. Deswegen will ich es eigentlich nicht riskieren. An die Starcoin komme ich doch safe nicht. Wie sehe ich denn aus? Ich sterbe bei dem Versuch. Ah! Hoch! 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 Da drüben ist die Starcoin. Kann ich hier jetzt einfach rauslaufen? Nee, kann ich natürlich nicht. Oh, das ist so unangenehm, weil das alles so wackelt. Man hat die ganze Zeit Angst zu sterben. Sind wir hier oben? Ist das das Ende? Also halt, Checkpoint. Ich beeile mich trotzdem einfach mal. Hier kann man nicht rutschen, weil die Schräge nicht schräg genug ist, scheinbar. Die Tatsache, dass ich nur noch 35 Sekunden habe, macht es irgendwie nicht besser. Alles klar, da rein, da rein. Yo, die Lava ist ja auch hier am Steigen. Ziel. Let's go. Guys, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Es war eine turbulente Folge, es war eine schnelle Folge. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo dalassen und beim nächsten Mal kümmern wir uns um das große Finale. Schaltet ein. Ciao, ciao, Leute.